um das noch mal fest, ganz deutlich jetzt noch mal festzuhalten, Sie haben ja in dieser Erklärung, sollten Sie etwas unterschreiben, dass Sie privat verzichten, Dinge Richtig. Zu teilen. Richtig. Es geht ja nicht um Ihren offiziellen Auftritt Richtig. Bei der CSU oder sonst wo. Genau. Und das ist, finde ich, das ist ja ein klarer Eingriff in Ihre Privatsphäre genau. von der Partei aus. Das ist ja wie bei der, war das in der DDR nicht ähnlich? Ja, ganz genau. Das war, das, sowas wird in totalitären Staaten ganz genau so gehandhabt. Und das ist das, und das finde ist ich, das eigentlich Schlimme an der Geschichte. Nicht der Fraktionsausschluss, sondern die Art und Weise und die Dinge, die von mir verlangt werden und der Eingriff in die Privatsphäre und die Zensur. Das Wort darf man in dem Zusammenhang, denke ich, schon verwenden. Herzlich willkommen zu einem 451 Grad Spezial. Heute haben wir einen Gesprächsgast im Studio und das ist der Herr Dr. Stefan Roma. Und den stellen wir euch jetzt mal vor. Darf ich noch Herrn Stadtrat Stefan Roma, Dr. Stefan Roma sagen? Oder ja, selbstverständlich. Ja, also sind Sie noch Stadtrat? Ich bin selbstverständlich weiterhin gewählter Stadtrat. Ja, Herr Roma, was ist passiert? Können Sie vielleicht für diejenigen, die den Fall nicht mitbekommen haben, einmal kurz zusammenfassen? Sie haben ja einiges erlebt in den letzten Wochen und Monaten. Oh ja, in der Tat. Also die letzten Wochen waren sehr turbulent. Ja. Ich weiß nicht, wie weit ich ausholen soll. Ja. Also erstmal, man kann ja sagen, Sie sind dann noch Stadtrat in Erlangen? Ja. CSU, ja. Parteimitglied ja. und aktiver Politiker dann. Richtig. Ja. Das, so, das ist nur mal zu Ihrer Person. Und warum ist es turbulent geworden in den letzten Wochen? Ja, also das ging los mit der Debatte, die der Herr Günther angestoßen hat, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der ja seinerzeit eine Koalition mit den Linken ins Spiel gebracht hat. Und daraufhin ging das los. Da haben wir dann... Wir, wenn ich das kurz erläutern darf, sind der konservative Aufbruch. Das ist also eine Gruppierung innerhalb der CSU. Wir sind also keine eigene Partei, sondern eine CSU-Gruppierung wie, was weiß ich, Seeheimer Kreis oder sonstiges. Ja, im Prinzip eine Gruppierung enttäuschter Mitglieder, denen einfach die CSU, ähnlich wie die CDU, deutlich zu sehr nach links gerutscht ist in den letzten Jahren schon, diese Entwicklung, und die einfach die konservativen Werte wieder betonen oder hervorheben wollen innerhalb der CSU. Und, was bedeutet das, konservative Werte? Was genau möchte man erreichen mit der Vereinigung quasi? Also welche Ziele setzt man sich da? Also unser Ziel ist die CSU als unsere Partei, der wir ja alle irgendwann mal aktiv beigetreten sind, wieder auf den Kurs zu bringen, der damals gefahren wurde, als wir beigetreten sind. Das ist im Wesentlichen der Kurs von Franz Josef Strauß. Der hat ja mehr oder weniger die CSU ganz stark geprägt. Inzwischen fährt die CSU einen ziemlich linkslastigen Kuschelkurs mit den Grünen, wenn ich das mal so nennen darf. Und dagegen wollen wir uns einfach wehren. Man sieht ja auch, dass uns viele konservative Wähler weglaufen, weil die sich einfach nicht mehr in der CSU zu Hause fühlen. Es gibt ja da riesen Wählerbewegungen, gerade auch zur AfD. Und eine AfD, denke ich, hätte es eigentlich gar nicht geben müssen, wenn wir uns um unsere konservative Klientel auch gekümmert hätten. Deswegen. Das ist ja dann das Problem gewesen. Sie haben dann ja, glaube ich, irgendwann den Vorschlag reingebracht, man sollte mit der AfD koalieren. Richtig. Ist das nicht ähnlich, wenn ein SPD-Mitglied sagen würde, wir müssen mit den Linken koalieren? Ist das machbar? Oder ist das nicht... Denke, das kann man tatsächlich vergleichen. Und es gibt ja auch tatsächlich Koalitionen zwischen SPD und Links, die ja allgemein akzeptiert sind auf Landesebene. Auch auf Bundesebene, denke ich, ist das durchaus denkbar. Also es wäre zumindest kein Eklat. Solange Wagenknecht und Lafontaine noch im Amt sind, ist das ja, natürlich... Wobei mit Wagenknecht, denke ich, kann sowas funktionieren. Wagenknecht würde vielleicht gehen, aber mit Lafontaine ist natürlich... Aber ich finde es deswegen auch nicht irgendwie wieder natürlich, dass man mit der AfD koaliert. Und weil einfach die Schnittmengen doch relativ groß sind. Und genau das haben wir dann eben auf die Aussage von Herrn Günther, haben wir gesagt, wenn also die Situation derart sein sollte, wie es zum Beispiel in Umfragen in ostdeutschen Bundesländern derzeit ist, dass rechnerisch nur zwei Möglichkeiten gehen, entweder eben links oder AfD, dann doch lieber die AfD, weil da die Schnittmengen doch deutlich größer sind. Das war also unsere ursprüngliche Aussage. Und dazu haben wir dann eine Pressemitteilung rausgegeben. Wobei wir auch
ganz klar in die Pressemitteilung mit reingeschrieben haben. Ihnen liegt es vor, dass mit der AfD in der jetzigen Verfassung, beziehungsweise mit auch teilweise Personen, die in der AfD eine Funktion haben, eine Koalition nicht machbar ist. Wenn aber die AfD sich von diesen Positionen, von diesen teilweise Mandatsträgern, die auch teilweise tatsächlich rechtsextrem sind, trennen sollte, rein inhaltlich, wenn man die Programme übereinander legt, gibt es da durchaus große Schnittmengen und dann ist eine Koalition mit der AfD durchaus denkbar. Allerdings, wie gesagt, wenn man sich von bestimmten Personen trennt. Das haben Sie auch ganz klar so kommuniziert. Das haben wir ganz klar auch so. Das steht so in der Pressemitteilung mit drin, die wir rausgegeben haben. Aber dann ist ja die Reaktion, da könnte man jetzt ja sagen, ja gut, warum nicht? Wenn sich die AfD, wie Sie sagen, von diesen radikalen Kreisen trennen sollte, ne, warum nicht? Allerdings haben Sie dann ja ein Schreiben bekommen von der CSU. Oder ist das richtig erst später passiert? Ja, das kam dann erst später, aber im Prinzip in dem Zusammenhang, ja. Ja. Also wir haben zunächst, wie gesagt, da lege ich Wert drauf, in unserer Pressemitteilung, die ist ja auch nachzulesen, stand erstens drin, oberstes Ziel ist natürlich weiterhin eine absolute Mehrheit der CSU in Bayern, dass wir gar keinen Koalitionspartner brauchen. Zweitens, wenn wir denn aber einen brauchen sollten, dann doch noch lieber die AfD, die, sagen wir mal, gereinigte AfD, als die Grünen. Ja. Das haben wir sogar geschrieben. Das haben Sie ja auf Ihren offiziellen Kanälen dann auch vertrieben. Genau, richtig. Sozusagen. Aber Sie haben ja auch auf Ihrem privaten Facebook-Account, da haben Sie Artikel geteilt, die auch nicht wirklich CSU-konform waren. Oder was ist da passiert? Und da reden wir jetzt wirklich von Ihrem privaten Facebook-Account, der nicht zugänglich ist für Menschen, die mit Ihnen auch nicht auf Facebook befreundet sind. Richtig. Ja, was ist da passiert? Ja, also natürlich, also bin ich schon länger politisch aktiv und auch politisch interessiert und beobachte natürlich viele Medien und viele Meldungen, die auch gerade in den sozialen Netzwerken, in Facebook oder sowas kursieren. Und ich erlaube mir dann mitunter auch mal, wenn mir eine Meldung gefällt, die zu liken, wie man sagt. Und da habe ich also natürlich über die letzten 10 Jahre die verschiedensten Dinge immer mal wieder geliked. Und wie Sie sagen, es ist in der Tat ein privater Account, der nichts mit Partei zu tun hat, da gibt es keine Verknüpfungen oder dergleichen und ist auch nur für Freunde, wie es auf Facebook heißt, einsehbar. Es ist ja nicht öffentlich für alle einsehbar. Ja, und da habe ich also niemals irgendwelche rechtsextremen oder sonstigen kritischen Dinge geteilt. Aber mitunter habe ich auch natürlich alternative Medien, Berichterstattung in alternativen Medien. Kichis Einblick meinetwegen, auch RT Deutsch habe ich auch. Da hatten Sie von Willi Wimmer, glaube ich, einen Kommentar oder sowas. Willi Wimmer hatte ich auch mal, genau. Also solche Dinge habe ich mitunter geliked, wenn sie mir gefallen haben und ich inhaltlich dazu stehen konnte. Und das wurde mir dann, um es kurz zu machen, tatsächlich vorgeworfen und mit einem Fraktionsausschluss bestraft. Das gibt's doch nicht. Das heißt, man hat Ihren privaten Facebook-Account quasi, wahrscheinlich hatten Sie da mit den Menschen, mit denen Sie in der Fraktion saßen, haben Sie wahrscheinlich auch auf Facebook dann als Freund oder Freundin und die haben das gesehen, haben Sie quasi verpetzt oder angeschwärzt bei der Partei und die Partei ist hier rumgekommen und hat gesagt, nee, das geht aber nicht. Und so kann man das sagen, ja. Und dann sollten Sie ja was unterschreiben. Das habe ich hier. Ist das so, wie läuft sowas ab? Sitzt man da, also das können wir gleich auch, glaube ich, nochmal einblenden, also dass das wirklich lesbar ist. Sitzt man da in so einer Besprechung und da wird einem gesagt, hören Sie mal, Herr Roma, Ihre privaten Posts und so wie Sie sagen, war es ja nichts Radikales, sondern von alternativen Medien, wo Sie aber trotzdem faktentechnisch dahinter stehen konnten. Ja. Sitzt man da in einer Runde und die sagen, Mensch, wahrscheinlich duzt man sich da, oder? Man duzt sich, genau, ja. Genau, sagen die dann, Mensch, Stefan, lösch mal deine Facebook-Posts oder wir schließen dich aus. Oder war das ein Prozess? Oder wie funktioniert sowas? Nein, wie das war kein Prozess. Es gab auch kein Angebot oder keine Aufforderung, lösch mal, dann können wir nochmal über die Dinge reden. Das war die erste Fraktionssitzung nach den Sommerferien. Das war 7 oder 8 Wochen Pause. Da war gar nichts. Und in der ersten Sitzung hat man mir gleich direkt gesagt, pass auf, also du hast jetzt hier über die Ferien zum einen diese Pressemitteilung rausgegeben, damit hast du der Partei massiv geschadet. Also diesen Schaden kann ich nicht erkennen. Ich habe das ja weder in meiner Eigenschaft als Stadtrat noch als CSU-Mitglied rausgebracht, diese Pressemitteilung. Und zum anderen likest du immer wieder Dinge, die nicht mit unserer Partei konform sind. Sehe ich jetzt auch nicht so. Zum Beispiel hat man auch ganz explizit gesagt, diese eine Meldung von RT Deutsch, die ich geliked habe, das geht gar nicht. RT Deutsch ist ja ein
staatlicher russischer Sender und dafür haben wir keinerlei Verständnis. Also dergleichen darfst du nicht leiten. Es fand dann aber keine Diskussion statt. Was war Inhalt dieser? Was haben Sie da, was hat der RT Deutsch da veröffentlicht? RT Deutsch hatte, also um diesen Post, um den es ging, das war der sächsische Fraktionsvorsitzende der CDU, hat eine Koalition mit der AfD ins Spiel gebracht. Und RT Deutsch waren die einzigen, die darüber berichtet haben, zunächst. Tage später kamen die anderen Medien dann auch. Und das habe ich geliked, habe ich gesagt, seht ihr mal, also da bin ich nicht der Einzige, der solche Gedankenspiele macht. Nur dummerweise hat RT Deutsch darüber berichtet. Und damit ist also die Meldung dann natürlich... Hätte das Spiegel Online berichtet und dann wäre es natürlich geteilt, in Ordnung gewesen. Dann wär's in Ordnung. Hat man mir tatsächlich auch so gesagt. Ich habe gesagt, wo ist denn jetzt, also es geht doch um den Inhalt. Es ging mir jetzt darum, dass die CDU Sachsen Ähnliches fordert wie ich. Ist doch völlig egal, wer diese Meldung transportiert. Nein, ist es nicht. RT Deutsch darf man nicht liken. Unglaublich. Das, ja, ist unglaublich. Ist das Zensur? Was versucht man da? Versucht man, also ist das so eine Art, also geht das dann so tief in der Partei, dass auch andere Menschen, also ich meine, Sie haben sich das jetzt getraut durchzuziehen, aber meinen Sie, gibt es dann Kollegen und Kolleginnen, die sich dann irgendwann nicht mehr trauen zu sagen, was sie denken, ja, oder zu teilen? Ja, ist das? Ja. Also das ist für mich tatsächlich Zensur, die ja laut Grundgesetz nicht stattfindet. Aber das ist Zensur, also anders kann man es nicht bezeichnen. Und es wurde natürlich auch ein immenser Druck auf die Fraktionskollegen ausgeübt. Ich denke nicht, dass alle das tatsächlich so gesehen haben, aber es fand keine wirkliche Diskussion statt. Man hat also sich das erste Mal nach 7 Wochen getroffen und hat den Fraktionskollegen einen Brief vorgelegt, den bitte alle unterschreiben sollen. Da steht also in dem Brief drin, dass ich eine Erklärung zu unterschreiben habe, sonst werde ich ausgeschlossen. Ja. Und es fand keine Diskussion statt. Innerhalb von 2 Minuten haben tatsächlich alle unterschrieben. Und ich glaube nicht, dass sich alle inhaltlich mit dem Brief auseinandergesetzt haben. Konnten sie auch nicht, war keine Zeit vorher. Und auch nicht, dass alle dahinter stehen. Aber es wurde schon tatsächlich ein Druck ausgeübt. Und dann hat man mir besagte Erklärung vorgelegt, die ich natürlich in der Form überhaupt nicht unterschreiben kann. Das ist dann dieses Schreiben hier, ja. Ich finde ja den Wortlaut auch sagenhaft. Also das ist ja wirklich, also normalerweise als demokratischer Politiker, wenn ich jetzt lesen würde, ich lese mal nur einen Satz daraus vor. Wie dir bekannt ist, verfolgen wir seit längerer Zeit manche deiner politischen Aktivitäten sowie deiner Beiträge auf Facebook mit großer Besorgnis. Das ist doch, also verfolgen wir seit längerer Zeit manche deiner politischen Aktivitäten? Ja. Das ist ja unfassbar. Also ich habe ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, als sie uns das geschickt haben, war ich erstmal sehr skeptisch. Ich habe gesagt, sowas druckt die CSU aus und nötigt oder sagt, Menschen sollen das unterschreiben, die da in der Fraktion sind. Wahrscheinlich, man sieht ja auch die ganz deutlich hier die Namen derjenigen, die das quasi unterschreiben sollten. Ne? Hier, also das zeigen wir jetzt nicht in einer Aufnahme, weil die Namen jetzt nicht unbedingt, aber hätte das jetzt einer nicht getan, dann würde er natürlich blöd dastehen. Ja, klar. Das ist da. Ja. Und da haben Sie denn da irgendwas von den Kollegen hier mal irgendwie noch mal gehört, irgendwie, dass da? Ja, natürlich habe ich dann mit einigen danach gesprochen. Die waren wahrscheinlich ebenso überrascht wie ich. Wie gesagt, das ging alles ganz, ganz schnell, ohne vorher eine Diskussion. Und mir haben einige gesagt, dass sie das jetzt auch nicht verstehen und auch nicht richtig finden, aber dass tatsächlich Druck ausgeübt wird. Und was soll ich denn machen? Natürlich werde ich das auch unterschreiben. Was soll ich denn machen? Sonst, man hat dann vielleicht auch Angst vor Repressalien. Es ist, und das ist das eigentlich Schlimme an dieser Nummer, dass man beobachtet wird, dass man denunziert wird, dass Druck ausgeübt wird. Ich würde das tatsächlich als Zensur bezeichnen. Und das innerhalb der CSU, ne? Das ist das Wahlergebnis in Bayern. War ja für die AfD gar nicht so gut, ne, oder? Ja, nee, das war 10,2% dann. Genau. Oder ist, würden Sie jetzt nach wie vor sagen, eine Koalition macht Sinn mit der AfD? Jetzt mal rein von einem Wahlergebnis her? Gut, also es war ja im Vorfeld, stand die AfD deutlich besser da in den Umfragen und da hätte es rechnerisch eigentlich auch nur 2 Optionen gegeben, Grün oder AfD. Und da haben wir eben ganz klar gesagt, also mit Grün haben wir ja inhaltlich überhaupt gar keine Schnittmenge. Ja? Wenn dann lieber die AfD, ist im Prinzip eine bürgerliche Partei unter der Bedingung, wie gesagt, dass man sich von extremen Leuten trennt. Aber unter dieser Bedingung ist inhaltlich die Schnittmenge deutlich größer als mit Grün. Jetzt hat sich's ja dann glücklicherweise doch so gefügt, dass die Freien Wähler, also ebenfalls eine bürgerliche Partei, im Wesentlichen sind das ja auch alles enttäuschte CSU-Wähler, muss man sagen. Die Freien Wähler, die sind ja
die haben vorher zu 100% CSU gewählt, die sind stark genug geworden, dass es jetzt für eine Koalition aus CSU und Freien Wählern reicht. Damit stellt sich die Frage nicht. Das war aber vorher nicht abzusehen. Gut, also die Frage ist jetzt natürlich, wie wird man behandelt? Also Sie sind ja noch in der CSU. Mhm. Also aus der Partei kriegt man Sie nicht so leicht raus. Wie ist Ihr Status jetzt? Also Stadtrat, haben Sie gesagt, sind Sie noch? Ja, ich bin natürlich weiterhin im Stadtrat. Ich wurde gewählt und ich bin auch weiterhin in der CSU. Da kriegt man mich auch nicht raus. Ja. Ich habe in der Tat auch nichts Parteischädigendes getan. Und wenn Sie aber wie hat sich Ihr Leben jetzt verändert? Also gehen Sie jetzt noch ganz normal zu... Ich guck mal hier zum Beispiel, jetzt, wenn Sie hier sehen, der Adam und der Robert, die haben das ja unterschrieben. Moin Robert, oder Servus Robert, sagt man ja dann in Bayern eher. Oder wie ist das Verhältnis? Also es ist mitunter geteilt. Man hat einige Kollegen, die das auch unterschrieben haben, die da nicht dahinter standen. Mit denen pflegt man weiterhin ein gutes Verhältnis. Man weiß ja, wer wie tickt. Aber es gibt auch einige, zu denen ist jetzt natürlich, naja, man geht sich schon aus dem Weg. Oder man kann sich nicht mehr unbedingt in die Augen schauen gegenseitig. Das ist schon jetzt ein schwieriges Verhältnis. Man sieht sich ja weiterhin natürlich auf Parteiveranstaltungen oder auch in Stadtratssitzungen. Es ist ein bisschen angespannt, muss ich tatsächlich sagen. Aber es gibt natürlich auch ganz liebe oder nette Kollegen, von denen ich weiß, dass sie es nur auf Druck unterschrieben haben. Mit denen ist das Verhältnis weiterhin ungestört. Im Gegenteil, die überlegen sich auch, ob das noch ihre Heimat ist. Ja, aber ist das nicht, also ich meine, da nehmen Sie das jetzt einfach so hin, dass da Menschen unter Druck gesetzt werden, so wie Sie das sagen? Nein, also oder? Das ist so natürlich überhaupt nicht hinnehmbar. Ich weiß nicht, die Erklärung, Sie haben sie gelesen, die ich unterschreiben sollte, da waren einige Punkte, dass ich nicht Mitglied der AfD bin, kann ich sofort unterschreiben, bin ich natürlich nicht. Das wäre die Frage. Kommt jetzt der Schritt zur AfD? Nein, kommt jetzt der Wechsel zur AfD? Die Frage habe ich jetzt häufiger gehört, warum gehst du denn nicht zur AfD? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja mit der AfD nichts am Hut. Ich bin in der CSU und ich bin damit eigentlich, ich hatte die Entscheidung ja seinerzeit bewusst getroffen und ich will eher versuchen, die CSU wieder auf den, wenn ich mal so sagen darf, richtigen Weg zu bewegen. Jetzt auszutreten wäre feige. Also rausgehen überhaupt nicht. Und woanders reingehen, gerade bei der AfD, das kommt natürlich auch nicht in die Tüte. Also ich fühle mich nach wie vor in der CSU zu Hause. Aber es wurde mir tatsächlich schon nahegelegt, warum gehst du denn nicht richtig? Auch von Parteikollegen. Ja, ja, gerade von Parteikollegen. Wobei ich an der Stelle eher fragen würde, warum seid ihr denn in der Partei? Also wenn ihr solche Dinge hier mitspielt oder wenn ihr, da solltet ihr euch überlegen, ob ihr in der CSU noch richtig seid. Nicht nur in der CSU. Ja, im gesamten demokratisch-politischen System Deutschlands. Ja, genau. Ich meine, das ist jetzt ein Schritt. Mich wundert es, dass dieser Fall nicht noch viel größer aufgerollt worden ist. Weil meiner Meinung nach ist das ein Riesenskandal. Also ich halte es auch in der Tat für einen Riesenskandal. Und da geht es mir jetzt nicht um meine Fraktionsmitgliedschaft. Der Schaden für mich ist überschaubar. Aber der Schaden für die, naja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber der Schaden für die Demokratie, finde ich, ist schon nicht unerheblich. Also ich finde, das sind unerklärliche Vorgänge. Sitzen Sie denn jetzt noch im Landtag oder in Ihrem Parlament, da wo Sie vorher saßen? Und nein, natürlich nicht. Also es gibt dort ähnlich wie im Bundestag natürlich so Blöcke nach den Parteien. Und da wurde ich also aus dem CSU-Block entfernt. Ähnlich wie in der Schule, wenn man nicht brav war und auf dem Extraplatz kommt, sitze ich jetzt auch auf einem Einzelplatz. Das heißt, Sie wurden tatsächlich, obwohl Sie noch CSU-Mitglied sind, ja, sitzen Sie aber nicht mehr unter den CSU, sondern Sie wurden auf einem Einzelplatz. Richtig. Das ist ja wie in der Schule. Ich war in der Schule auch immer so. Mhm. Ich durfte nie neben anderen Leuten sitzen, weil ich immer abgelenkt habe. Aber in jedem Fall ist das natürlich... Ist in der Tat so, ja. Also wie muss ich das vorstellen? Sie sitzen jetzt irgendwo da alleine in der Ecke oder wie? Naja, Ecke gibt es nicht, aber ich sitze tatsächlich alleine, ja, abseits der Partei. Ist das Mobbing oder ist das Parteimobbing oder ist das, warum macht man das? Ist das? Also mir persönlich entsteht dadurch kein Nachteil, aber ich glaube, es soll da schon ein Signal bewusst ausgesendet werden. Wenn du nicht brav bist, dann wie in der Schule, dann wirst du weggesetzt. Unglaublich. Ja, und haben Sie da irgendwie drauf reagiert oder haben Kollegen, sind die mal auf Sie zugekommen? Und ja, also es gibt einige, wie gesagt, die da überhaupt nicht dahinter stehen, die auch sagen, was sollte ich denn tun, ich musste das unterschreiben. Aber dürfen die denn noch mit Ihnen reden? Ja, dürfen. Oder kommen die hinter verschlossener Tür, wenn sie mal gerade alleine auf Klo sind zum Beispiel und dann kommen die an? Oder weil wenn auf die Druck ausgeübt worden ist, dann ist das natürlich auch, dann wird es wahrscheinlich, ich meine, wie war der Wortlaut, dir ist bekannt, wir verfolgen deine politischen Aktivitäten, war das ja hier. Ja, genau. Und dann verfolgen sie wahrscheinlich auch die politischen Aktivitäten der anderen.
Ja, natürlich, das wird sehr genau beobachtet. Und ja, also ich glaube, es sind auch einige vorsichtiger geworden mit Kontakt oder auch mit dem, was sie insgesamt sagen oder was sie im privaten Bereich in sozialen Medien teilen oder so, gibt es, glaube ich, jetzt schon eine größere Vorsicht, was aber auch wahrscheinlich so gewollt ist. Also es ist dann eine Woche später, also ich hatte ja 30 Stunden Zeit, diese Erklärung zu unterschreiben. Und da waren also Forderungen drin, die ich sofort unterschreiben könnte. Aber da waren auch Sachen drin, wie zum Beispiel, ich werde zukünftig nicht mehr RT liken. Genau. Ich werde nicht mehr die Freie Welt liken. Und noch eine Zeitung, glaube ich, war erwähnt. Also nee, Freie Welt, Russia Today und dann AfD und ihr nahestehenden Personen, Organisationen, Parteimitgliedern und Mandatsträger. Was auch immer das sein mag, ja. Das ist die Frage. Keine Ahnung. Also ich kann sowas nicht unterschreiben. Egal, was ich gesagt hätte, man hätte auf jeden Fall mir gesagt, ich würde dagegen verstoßen, weil irgendwas irgendwo immer nahesteht. Also überhaupt nicht unterschreibbar, das Ganze. 30 Stunden habe ich Zeit dafür gehabt. Und dann kam es am Montag darauf eben zu der Sitzung, zu der nächsten Fraktionssitzung, wo man also gleich anfangs gesagt hat, pass auf, du hast die Gelegenheit gehabt, hast sie nicht genutzt, hast nicht unterschrieben, deswegen werden wir jetzt über deinen Ausschluss abstimmen. Und zwar werden wir das per Akklamationen machen. Ich habe dann beantragt, das Ganze geheim zu machen. Dem wurde dann auch stattgegeben. Also letzten Endes war dann die Abstimmung tatsächlich geheim. War sie geheim, ja. Aber okay. Zunächst wollte man das nicht. Man wollte zunächst ja. Bewusst... Ja, das per Hand machen und dann genau. Hat man aber das dann doch noch geheim gemacht, was dann ja noch ein bisschen Hoffnung gibt. Denn das, ja, oder, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass dann tatsächlich nur einer sich getraut hat, dagegen zu stimmen. Ja. Wir haben einige hinterher auch gesagt, ja, wir wollten, aber ich meine, wäre ja klar gewesen, wer es ist und wir haben uns dann doch nicht getraut. Klar, bei einer Gruppe von 17 wissen sie im Prinzip, wer stimmt. Natürlich, ja, ja, ja. Aber es wurde dann, muss man doch der Ehrlichkeit halber sagen, es wurde tatsächlich dann am Schluss schriftlich abgestimmt. Ja, okay. Das ist natürlich gut zu wissen, aber es ist natürlich, wie Sie sagen, bei 17 Leuten, da weiß man ja auch, wer ist vielleicht privat noch mal ein bisschen vernetzt und so weiter. Ne? Dann ist auch eine geheime Abstimmung quasi nicht wirklich geheim dann. Ne? Das ist natürlich auch noch mal eine Druckkulisse, die hier aufgebaut wird auf die anderen. Wenn jeder die Hand heben muss, dann traut sich natürlich keiner, nicht die Hand zu heben. Ich habe dann noch versucht, eine Diskussion oder darüber, wie es irgendwie demokratische Gepflogenheit ist. Aber das war also nicht gewünscht. Man hat also tatsächlich gedrängt gesagt, jetzt los, Abstimmung. Ohne, dass man davor diskutiert hat? Nein. Keine Gespräche? In diesem Rahmen hat man nicht diskutiert. Es gab eine Parteisitzung, eine Kreisausschusssitzung vorher, da wurde diskutiert. Mit Ihnen? Waren, mit mir tatsächlich auch, ja. Da hat man mich eingeladen. Also da fand auch eine, wobei das eher ein Tribunal war als eine Diskussion, muss man auch sagen. Aber man hat dann gesagt, diese Sitzung fand statt und damit ist alles gesagt, wir brauchen, es besteht kein weiterer Diskussionsbedarf. Obwohl natürlich da viele Fraktionsmitglieder bei dieser Sitzung gar nicht anwesend waren und vielleicht doch noch Diskussionsbedarf gehabt hätten. Aber das wurde im Schnellverfahren durchgepeitscht und... Das heißt, es waren Menschen mit Stimmrecht, die eigentlich hätten da sein müssen und sich die Geschichte auch anhören müssen, die waren noch ja. Nicht mal anwesend. Richtig. Ach, das ist ja mal ein äußerst demokratischer... Super demokratisch, ja. Akt, der... Hätte ich auch nicht für möglich gehalten, ja. Das ist richtig. Und gut, wurde ich aus der Fraktion ausgeschlossen. Der Schaden für mich ist relativ gering. Ich bin weiterhin... Ja, gut, der Schaden für Sie, aber der ganze Prozess... Das ist es. Das ist genau das, was mich wirklich entsetzt hat, dass sowas möglich ist. Hätte ich tatsächlich nicht... Aber ist das für Sie kein Grund, aus der CSU auszusteigen? Oder sagen Sie jetzt erst recht? Ich habe mir es tatsächlich überlegt, weil die Zusammenarbeit natürlich jetzt mit einigen dort sehr schwierig ist, das persönliche Verhältnis schwierig ist. Aber ich glaube, jetzt auszutreten wäre der falsche Schritt. Das wäre ja eher feige oder aufgeben. Ich glaube, gerade jetzt muss man sich dafür einsetzen, dafür kämpfen, dass wieder der richtige Weg gefunden wird. Also so kann man einfach nicht in einer demokratischen Gesellschaft miteinander umgehen. Und meinen Sie denn, die CSU kommt noch mal in ihre konservativen Kreise? Oder ist das dann eigentlich von anders gefragt, wenn der Herr Seehofer Parolen raushaut, wie die Migration ist die Mutter aller Probleme oder so ähnlich, das wurde ja auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen, das Ganze. Aber ist das der Versuch vom Seehofer, die konservativen Wähler zurückzuholen? Ja, glaube ich, bei Seehofer ja, nur ist natürlich Seehofer ein sehr, finde ich zumindest, unglaubwürdiger Mensch. Also
das Ziel ist es jetzt sicher. Jetzt haben sie aber was gesagt. Jetzt werden sie wahrscheinlich noch aus dem... Ja, ja, jetzt kriegen sie wahrscheinlich einen Platz im Keller. Ne? Wahrscheinlich, aber auch das, glaube ich, muss möglich sein innerhalb einer Gesellschaft und innerhalb einer Partei, dass man dergleichen sagt. Deswegen sage ich das ganz bewusst, auch wenn es sicher nicht gern von allen gehört wird. Aber das muss möglich sein. Also ich halte Seehofer in dem Punkt einfach nicht für glaubwürdig. Bezweckt sicherlich damit genau das, weil wenn man sich die Wählerwanderungen anschaut, die kann man ja relativ gut nachvollziehen. Bei der Bundestagswahl sind 1,1 Millionen Schwarzwähler zu Blau gegangen und jetzt hier bei der Bayerischen Landtagswahl waren es 390.000, das ist eine ganze Menge. Und die will man natürlich wiederkriegen, nur indem man sie beschimpft und alle pauschal als Nazis bezeichnet, die Wähler, die früher die eigenen waren, dadurch gewinnt man sie natürlich nicht zurück. Ich denke, man sollte ihnen eher inhaltliche Angebote machen, man sollte mal reflektieren, was können wir tun, um diese Wählergruppe wieder anzusprechen. Das sind ja nicht alles Nazis, die jetzt da sind, ne? Und insofern war das sicherlich ein Versuch von Seehofer in die Richtung, aber einfach nicht besonders glaubwürdig. Dadurch wird niemand zurückgewonnen. Würden Sie denn, es gab ja, wenn wir schon bei der AfD sind, hat sie die AfD dann auch also quasi so ein bisschen benutzt, so ein bisschen instrumentalisiert? Es gab ja von Martin Sicher zum Beispiel, AfD-Landesvorsitzender in Bayern, der hat dann, haben Sie das gesehen? Der hat das auf Facebook gepostet. Das habe ich gesehen, also ich kenne den Herrn nicht, ich habe auch keinerlei Kontakt mit ihm, ich habe das aber direkt... Aber sind Sie froh darüber? Tag oder später habe ich das gesehen. Das ist ganz schnell erschienen. Das hat mir jemand zugeschickt. Ja. Aber sind Sie da froh drum oder ist das eher kontraproduktiv? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich finde es gut, dass sowas publik gemacht wird. Die wollen das natürlich für ihre eigenen Zwecke das ist genau nutzen. Das. Und dafür will ich mich natürlich nicht hergeben, um deren Wahlkampf zu betreiben. Dass es aber insgesamt publik gemacht wird, finde ich in Ordnung. War das dann, meinen Sie, taktisch gesehen, war das von der CSU Erlangen, war das aufgrund der Bayernwahl, die anstand, war das Torschlusspanik, was war da, warum haben die denn so rabiat das quasi reagiert? Das verstehe ich auch nicht, weil zu dieser Zeit, also man kann natürlich über dergleichen Schritte reden, wie man über alles reden können muss. Und man kann auch, wenn man mich denn loswerden will, sicherlich einen Ausschluss betreiben, aber... Kurz vor der Wahl war das der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, glaube ich. Damit hat man sich sicher keinen Gefallen getan. Interessanterweise der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, der hat ja seinen Wahlkreis in Erlangen, der kommt aus Erlangen. Mit dem habe ich auch ein gutes Verhältnis. Der hat mich zweimal im Vorfeld angerufen. Der hat natürlich auch Wind davon bekommen, von dem geplanten Ausschluss. Und hat dann mit mir lange diskutiert und hat gesagt, dass er ausdrücklich diesen Ausschluss nicht möchte, dass er nochmal mit den Fraktionsmitgliedern reden wird. Weil es natürlich auch ihm schadet in seinem Wahlkampf sowas. Aber anscheinend ist er da nicht durchgedrungen. Also man hat also gegen das Votum von Joachim Herrmann dann mich trotzdem ausgeschlossen. Ich glaube, da war er auch nicht besonders amüsiert drüber. Waren Sie denn, sind Sie vorher irgendwie unangenehm aufgefallen? Unangenehm im Sinne von CSU unangenehm? Das ist natürlich schwer selbst zu beurteilen. Es gibt sicher Leute, die das bejahen würden. Ich selbst glaube nicht, dass ich irgendwo unangenehm aufgefallen oder angeeckt bin. Also jetzt im extremen Sinne natürlich sagt jeder mal was ein anderer nicht hören will oder so. Aber ich weiß nicht, das schwarze Schaf oder so. Ne? Aber das sind Sie jetzt. Das bin ich jetzt, ja. Und die Geschichte ging aber schon ein bisschen vorher los. Und zwar im Februar hatten wir den konservativen Aufbruch, beziehungsweise die Werteunion, ist ja im Prinzip die Schwester bundesweit. Die gibt es ja schon seit 4 Jahren. Und wir haben also eine lokale Gruppe in Erlangen gegründet im Februar. Und seitdem ging das eigentlich los. Seitdem bin ich dort schon fast eine Persona non grata, wenn man so möchte. Gut, dann diese Pressemitteilung und so, das war dann halt letzten Endes das i-Tüpfelchen. Aber im Prinzip seit Februar, glaube ich, gibt es schon einige, die mich loswerden wollen. Denen hat einfach diese Gründung des konservativen Aufbruchs nicht gepasst. Und wenn wir jetzt nochmal bei dem Konservativ, Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass Sie wieder Politik gemäß von Josef Strauß wieder gerne in der CSU bringen wollen würden. Ach, Sie haben ja auch in diesem Brief, hatten Sie auch verfasst, mein Leitsatz im politischen Handeln ist und bleibt das Grundsatzprogramm der CSU in der Originalversion. Mhm. Was ist das? Ja, was ist die Originalversion? Das ist ja eine ganz spannende Sache. Die CSU hat wie jede andere Partei natürlich auch ein Grundsatzprogramm, was von Zeit zu Zeit überarbeitet wird, angepasst wird. Und das aktuelle Grundsatzprogramm der CSU, fragen Sie mich, wie alt das ist, 2 Jahre oder so, da stehen ja eigentlich die Dinge drin,
für die die CSU eigentlich schon immer stand. Und wenn man nur nach dem Programm geht, hat sich die CSU eigentlich gar nicht verändert. Das, was aber teilweise die Mandatsträger tun oder predigen, hat eigentlich nichts mit dem Grundsatzprogramm zu tun. Also ich stehe auf dem Boden dieses Grundsatzprogramms, deswegen sehe ich auch für mich keinen Grund, aus der Partei auszutreten. Vielmehr sollten sich die Leute, die gegen das eigene Programm handeln, sollten sich mal fragen, ob sie da noch richtig sind. Mhm. Ja. Und ich habe auch mal gelesen, Franz Josef, also die AfD hat damit geworben, Franz Josef Strauß würde AfD wählen. Das, ja, genau, das hab ich hier auch. Das glaube ich überhaupt nicht. Franz Josef Strauß würde AfD. Unter Franz Josef Strauß hätte es nie eine AfD gegeben. Das muss man auch sagen. Franz Josef Strauß hat immer gesagt, es darf keine demokratisch legitimierte Partei rechts der CSU geben. Und wenn man, glaube ich, sich immer auch um seine konservativen oder rechten Flügel, rechts bitte nicht gleichzusetzen mit rechtsextrem, gekümmert hätte, dann wäre nie eine AfD entstanden. Insofern hätte Franz Josef Strauß sie nicht wählen müssen. Ja. Ja, das ist natürlich eine interessante Aussage. Das wird die AfD wahrscheinlich anders sehen. Ne? Die werden dann wahrscheinlich, die werben ja auch, wie gesagt, auf Plakaten damit. Wie geht's weiter? Was steht jetzt für Sie an? Welche Schritte werden Sie jetzt einleiten? Also oder beziehungsweise, wie werden Sie weiterarbeiten? Tat versuche ich gerade rechtlich dagegen vorzugehen. Ich habe auch das Schiedsgericht der Partei jetzt angerufen, weil ich also den Ausschluss für ungerechtfertigt halte. Zum einen den Ausschluss an sich, aber eben auch das alles, was damit verbunden ist, diese Erklärung, die ich unterzeichnen sollte und die Einschränkung der Persönlichkeitsrechte und dergleichen, das halte ich also für absolut unakzeptabel. Und vor allem ist es ja, um das nochmal fest, ganz deutlich jetzt nochmal festzuhalten, Sie haben ja in dieser Erklärung, sollten Sie etwas unterschreiben, dass Sie privat verzichten, Dinge richtig zu teilen. Richtig. Es geht ja nicht um Ihren offiziellen Auftritt, richtig, bei der CSU oder sonst wo. Genau. Und das ist, finde ich, das ist ja ein klarer Eingriff in Ihre Privatsphäre, genau, von der Partei aus. Das ist ja wie bei der, war das in der DDR nicht ähnlich? Ja, ganz genau. Sowas wird in totalitären Staaten ganz genau so gehandhabt. Und das ist das, und das ist das eigentlich Schlimme an der Geschichte. Nicht der Fraktionsausschluss, sondern die Art und Weise und die Dinge, die von mir verlangt werden und der Eingriff in die Privatsphäre und die Zensur. Das Wort darf man in dem Zusammenhang, denke ich, schon verwenden. Und vor allem in der Privatsphäre. Ich habe mir jetzt nur mal so ein paar Posts hier mal rausgesucht, weil ich wollte nur mal gucken, weil ich wirklich, als ich das gelesen habe, ich gesagt, gut, da müssen ja irgendwelche katastrophalen Artikel dabei gewesen sein. Aber wenn man sich das jetzt mal so in der letzten Zeit, am 16.10. haben Sie einen Spiegel Online-Artikel geteilt, davor hatten Sie einen MDR-Artikel geteilt, Exakt Fakt, das ist jetzt, kenne ich nicht, aber was war das? Ist das in Sachsen Behörden? Achso, ist vom Naturschutz oder wie Rinderschlachtbetrieb wegen gravierender Mängel geschlossen. Ja, das ist genau, ja, genau. Also auch jetzt nichts. So, dann haben Sie Lokal Plus NRW. Und hier haben wir ihn, RT Deutsch, haben Sie am 3.10. Das gibt's ja gar nicht. Habe ich schon wieder getan. Haben Sie schon wieder gemacht. Ne? Und da ist ein Meinungsartikel vom Willy Wimmer. Mhm. Ich meine, wenn man als CSU-Mann etwas von Willy Wimmer teilt, ist das auch nicht wirklich ein Skandal. Nein, nicht auch wenn wirklich RT Deutsch das Interview dann vielleicht geführt hat. Ne? Also, und deswegen, es ist ja noch nicht mal jetzt irgendwie so, weil ich wollte es nachvollziehen. Es war jetzt nichts wirklich Radikales dabei. Aber trotzdem, nee, hat man so gehandelt. Es sind auch verschiedene Themen, also wie zum Beispiel hier Tierschutzdinge, Rinderschlachtung oder so. Es ist ja nicht nur immer dasselbe Thema. Und ich glaube auch, dass eine Aussage oder ein Bericht nicht, der Wahrheitsgehalt nicht davon abhängt, welches Medium ihn schreibt. Und deswegen muss es auch erlaubt sein, beispielsweise RT oder auch andere alternative Medien zu liken, wenn es denn inhaltlich richtig ist. Gibt es eigentlich, wenn Sie jetzt in der CSU so sitzen, gibt es da auch mal so Anweisungen, Leute, mit den Journalisten dürft ihr sprechen und mit den Journalisten dürft ihr nicht sprechen? Also, gibt es sowas? Nein, also dafür sind wir einfach nicht groß genug. Also möglicherweise gibt es sowas in höheren Ebenen, aber wir sind ja nur ein kleines Kommunalparlament. Einzigen Journalisten, die es bei uns gibt, ist unsere Lokalzeitung. Und apropos Lokalzeitung und Journalisten, wie wurden Sie eigentlich behandelt? Wie wurde der Fall? Wurden Sie da immer fair interviewt und wie ist das gelaufen? Nein, also unsere Erlanger Nachrichten, Nordbayerische Nachrichten, ist ein ganz spezieller Fall. Das ist allgemein bekannt, dass das keine, wie soll ich sagen, seriöse Berichterstattung und als wir seinerzeit im Februar den konservativen Aufbruch gegründet haben, hat also die Erlanger Nachrichten ein Interview mit uns geführt und das wurde also komplett
entfremdet wiedergegeben, also inhaltlich falsch, also definitiv falsch, nicht nur falsch, also anders formuliert, woraufhin ich dann auch eine Gegendarstellung erwirken wollte. Der Chefredakteur hat mir dann gesagt, die Gegendarstellung, da hast du natürlich recht, es ist dein gutes Recht, aber wenn du es haben möchtest, musst du es einklagen. Finde ich auch eine sehr zweifelhafte Einstellung. War mir dann auch zu blöd, jetzt irgendwelche Gerichte zu bemühen. Aber man sagt mir, du hast recht, wir haben tatsächlich gelogen, aber... Aber muss er einklagen. Genau. Das auch ist seltsam. Ja auch nochmal... Seitdem ist diese Zeitung für mich also kein Thema mehr. Ich habe jetzt auch mehrere Anfragen bekommen, Stellung zu nehmen. Die habe ich abgelehnt. Also ich rede mit denen gar nicht mehr. Und wie war dieser Pressezulauf? Also haben Sie auch von großen Medien, also wie ist das? Bekommen Sie jetzt jeden Tag E-Mails und Anrufe für Interviews oder? Es ist jetzt wieder ruhiger geworden, aber in der Anfangszeit war es tatsächlich so. Also als wir die Pressemitteilung im August rausgegeben haben, da war ich gerade im Urlaub und hätte auch nicht gedacht, dass das so ein Echo hervorruft. Wir haben das damals an, also ich sage mal wir, weil es... der konservative Aufbruch war, der diese Pressemitteilung verfasst hat. Wir haben das an die Welt seinerzeit geschickt, dann an die Bild. Da kenne ich Journalisten und dachte, vielleicht finden die es interessant. Die haben aber beide überhaupt nicht darüber berichtet. Stattdessen hat dann das Telefon nicht mehr stillgestanden und NTV hat angerufen am nächsten Tag. Die Süddeutsche hat angerufen, der Fokus, lokale Radiosender. Konnte ich alle nicht bedienen, weil ich gerade im Urlaub war. Ja. Wollte ich auch im Urlaub nicht, muss ich sagen. Und ich habe gedacht, das legt sich dann schon auch wieder. Ich hätte das selber nicht so gravierend eingeschätzt. Aber die haben dann teilweise da schon nachgehakt. Und NTV zum Beispiel kam dann auch mal nach Erlangen und hat ein ausführliches Interview mit mir geführt. Muss ich sagen, ein sehr faires Interview. Und die haben auch fair geschrieben. Also die haben es nicht verrissen, wie meinetwegen die Erlanger Nachrichten. Also eine absolut ordentliche Berichterstattung, hat mir sehr gut gefallen, sehr professionell NTV. Und nur RT Deutsch haben Sie dann auch, haben Sie ja als rechtes Sprachorgan der AfD dargestellt, was ja auch völlig von den... Das hat NTV geschrieben? Das hat NTV geschrieben. Und das ist völlig aus den Haaren herbeigezogen. Also ich möchte mal einen Journalisten mal sehen, der das mal endlich beweist, weil es kommt immer wieder der Vorwurf, aber es ist bisher noch nicht ein einziger Beweis gekommen. Wir haben tatsächlich diesen Journalisten dann mal angeschrieben, woher er das nimmt. Er soll uns mal ein paar Fakten schicken, weshalb wir denn das Sprachrohr der AfD seien. Und die Antwort war, ist das unser Ernst? Das sind die Fakten, die er uns geschickt hat. Also die Antwort, sonst nichts. Sonst gar nichts, ja. Hier haben wir es da, also wirklich die Antwort war, ist das Ihr Ernst? Also anstatt, dass er mal so ein paar Links schickt oder was auch immer. Aber das ist tatsächlich ganz oft so, dass man wirklich RT Deutsch abstempelt ohne Fakten und Beweise. Aber das scheint gang und gäbe zu sein. Den Herrn und auch den Sender NTV als sehr wirklich objektiv und sehr fair wahrgenommen. Mhm. Trotzdem, wenn man natürlich so eine Behauptung in den Raum stellt, dann sollte man dann sie muss auch man Fakten belegen liefern. Können. Es ist ja okay, man soll eine Behauptung in den Raum werfen. Dafür haben wir doch dieses freie Meinungssystem und dafür ist man doch Journalist. Sicher schreibt Russia Today nicht immer das, was die Bundesregierung gerne hören will. Gehört insofern zu den alternativen Medien, würde ich sagen, wie viele andere Dinge, auch die junge Freiheit oder was es nicht alles gibt. Aber dass jetzt die Russia Today ein Sprachrohr der AfD wäre, habe ich so nicht wahrgenommen. Sollte, ist es, wenn man die Fakten sich mal anschaut, ist es auch so, also tatsächlich. Aber wir haben ja jetzt gelernt, es wird entschieden und dann ist das so. Also es wird kein Diskurs mehr geführt, sondern die Entscheidung wird gefallen. So ist es. Das wird gleichgeschaltet, rechts, das ist links. Und was nicht reinpasst, wird stigmatisiert, wird in irgendeine Ecke gestellt. Ja. Und dann sofort abgestempelt. Und das ist das, was mir eigentlich Sorgen macht. Diese Dinge hätte ich früher nicht für möglich gehalten. Meinen Sie, da geht ein Stück Diskursgesellschaft verloren? Oder? Ja, auf jeden Fall. Da geht auch ein Stück Demokratie verloren, würde ich sagen. Und auch ein Stück gute Tradition. Dass man einfach objektiv an Dinge herangeht und diskutiert und dass Pressefreiheit und sowas ist ein ganz wichtiges Gut. Und das geht, glaube ich, auch ein Stück weit verloren. Das ist ja das Ding. Meinen Sie, die Pressefreiheit geht verloren, weil der Staat anfängt zu zensieren oder weil Medien anfangen, sich selbst zu zensieren? Ich glaube, es gibt sicher auch Medien, die sich selbst zensieren, aber dann auf einen gewissen Druck hin. Ich glaube schon, dass das staatlich von der Regierung, wie auch immer, schon einen Druck gibt. Wenn Sie sehen, die junge Freiheit meinetwegen, die war früher am Kiosk erhältlich, da gibt es das jetzt nicht mehr. Ne? Die hat also nur noch eine kleine Stammleserschaft. Oder Roland Tichy, der hat ja früher,
hat er fürs Handelsblatt geschrieben, glaube ich. Ja. Frankfurter Allgemein, ich weiß es nicht, der ist ja da auch mehr oder weniger unehrenhaft rausgeflogen und hat jetzt seine eigene Publizität, was auch in Ordnung ist, aber das, glaube ich, passiert schon auf Druck. Vielleicht auch auf Druck der anderen Journalistenkollegen. Ja, mit Sicherheit vielleicht auch. Vielleicht ist der Staat da gar nicht so entscheidend, sondern die anderen Kollegen, die dann wahrscheinlich sagen, Mensch, das, so wie in Ihrem Fall. Ne? War es ja bei der CSU auch so, sobald sie da nichts mehr ins Raster passen, genau, quasi, ne? Mhm. Wurden sie ja auch noch nicht rausgeekelt, aber zumindest sitzen sie jetzt alleine. Wobei ich ins Raster des Grundsatzprogrammes sehr gut reinpasse, ja. Nur eben nicht ins Raster des Mainstreams, wie es gehandhabt wird. Und bei der Gelegenheit vielleicht auch noch ganz interessant, ich hatte einige Tage nach Erscheinen dieser Pressemitteilung einen Anruf bekommen von einem ranghohen CSU-Menschen, nicht aus Erlangen, der mir also tatsächlich offen gedroht hat am Telefon, du wirst in der Partei definitiv nichts mehr werden. Ja, habe ich gesagt, das ist dann... Wollte ich eh nicht, ich bin kein Politiker, um Himmels Willen, ich habe einen anständigen Beruf. Ich bin Arzt. Ja, genau. Und dann hat er gesagt, und im Krankenhaus werde ich dafür sorgen, wirst du auch keine Karriere mehr machen. Ist im Ernst? Ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber das hat man mir tatsächlich am Telefon so angedroht. Das heißt, ein hochrangiges CSU-Mitglied hat ihn am Telefon gedroht. Ich halte nur noch mal fest. Zum einen Karriere in der CSU, keine Chance, und im Krankenhaus, das richtig. Heißt... Wieder Privatleben. Ja, wieder Privatleben. Das und ist ja der das Mann. Ist aber das, was aber mir tatsächlich Angst gemacht hat. Ich bin niedergesehen bei der Praxis, ich brauche keine Karriere im Krankenhaus. Da war er schlecht informiert. Aber was mir tatsächlich Angst gemacht hat, ist, dass dann möglicherweise auch die Familie, ich habe einen 12-jährigen Sohn, dass der möglicherweise in der Schule Druck bekommt, dass der irgendwelche Repressalien kriegt. Und davor hatte ich dann wirklich Angst. Wie groß ist dieses CSU-Mitglied? Also wie mächtig ist dieses CSU-Mitglied? Auf Bundesebene? Nein, auf Landesebene. Aber auf Landesebene relativ groß. Ja. Kennt man ihn? Wir müssen jetzt keine Namen, aber es ist kein Unbekannter. Also es ist nicht im Range eines Herrn Söder oder Seehofer, aber auch nicht wesentlich weiter drunter. Und wie haben Sie da reagiert? Haben Sie da jemanden anderen angerufen, gesagt, Mensch, ja, ich habe mir das natürlich zunächst mal notiert. Man kann ja in so einem Fall jetzt nicht zu einem Anwalt gehen. Was macht man da? Ich habe mir eine Notiz gemacht, einfach als Gedächtnisprotokoll, und habe das natürlich dann auch einigen Mitstreitern gleich mitgeteilt. Ja, sonst kann ich nichts machen. Ich denke, das ist nicht justiziabel. Ich habe auch persönlich keine Angst, aber um die Familie hatte ich in der Tat da ein bisschen Angst, wenn solche Geschütze aufgefahren werden, wenn man versucht, mich im privaten Bereich irgendwie zu treffen. Also da, das ist dann wohl doch... Das ist ja wirklich Schikane, das ist ja schon... Also jetzt sind wir nicht mehr, das ist eine Gefährdung der Demokratie, sondern das ist ja... Ja. Purer Totalitär, das ist Totalitär, also mehr, also diktatorisch kann man jetzt nicht sagen, aber das ist ja wirklich, da wird Ihnen ja die Pistole quasi Methoden, auf die Brust gesetzt. Das sind Methoden, die durchaus in totalitären Staaten die Pistole auf angewandt die Brust werden. Genau. Ja. Also man kennt es aus totalitären Staaten, genau, wo Menschen gewisse Karrierewege nicht gehen können, weil sie nicht parteikonform sind. Und auch hier der Skandal liegt, also das ist ja was ganz Neues, das wusste ich nicht. Und ich finde auch hier, der Skandal liegt ja auch wieder... Wenn er ihn jetzt gedroht hätte, in der CSU machst du keine Politik mehr, wir sind alle keine Kinder, wir wissen, wie Politik und nicht nur Politik, auch in großen Firmen und so weiter, wie es läuft. Aber wenn man ihn dann noch zusätzlich droht im Krankenhaus, sprich im Privatleben, wirst du auch keine Karriere mehr machen, dann ist das doch ein Schritt. Und warum sind Sie damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen? Es ist zum einen schwer zu beweisen. Meine Frau hat es gehört, die war nebendran, aber das ist ja alles kein Beweis, also wirklich justiziabel ist das nicht. Und zum anderen ist die Frage natürlich auch, an welche Öffentlichkeit wendet man sich? Also unsere Lokalpresse brauche ich da nicht mit befassen. Und ich glaube aber auch, größere Medien oder überregionale Medien, die haben natürlich auch wahrscheinlich andere Sorgen, jetzt gerade vor der Wahl. Und ja, aber trotzdem, das ist ja, ich meine, welche Sorgen sollten Politikredakteure haben, wenn nicht diese, dass unsere Demokratie so eigentlich mit Füßen ja getreten wird? Da haben Sie recht, ja. Eigentlich das würde man ganz eher jetzt Ding, von der Berichterstattung her, würde man das eher dann wahrscheinlich, würde man das eher von der AfD, wenn die AfD sowas getan hätte, wäre das wahrscheinlich in ganz Deutschland. Da, natürlich. Bei Maischberger, bei Lanz und Co. Ne? Ja, Mensch. Hier haben wir wahrscheinlich den Skandal des Jahres aufgedeckt, der aber leider klein bleiben wird, weil, wie soll man es sagen,
weil er der Berichterstattung nicht passt? Oder wie sagt man es, warum bleibt er klein? Ja, das wird so sein, weil er der Berichterstattung einfach nicht passt. Ich glaube aber nicht, dass es der Skandal des Jahres ist. Ich glaube, sowas findet viel, viel häufiger statt, als man denkt. Im Kleinen wie im Großen, nur die Medien berichten meistens nicht darüber. Oder die Menschen trauen sich nicht, auch nicht, an die Medien ranzugehen, weil sie dann vielleicht auch sich dann weil doch ducken. Weil man auch natürlich Angst hat. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass Druck ausgeübt wird. Bevor wir jetzt noch rausgehen, eine Frage habe ich noch. Sie haben immer von wir gesprochen. Mhm. Was ist mit den anderen, die in diesem konservativen Kreis waren? Sind die jetzt noch ganz normal? Werden die noch normal behandelt oder sind die jetzt auch? Also wir haben bisher immer, im Geheimen operiert, kann man nicht sagen, das klingt jetzt blöd. Aber die Namen sind im Wesentlichen nicht bekannt. Das sind interessanterweise nicht wenige. Wir reden von etwa 40 bis 50 Mitgliedern in Erlangen. Alles CSU-Mitglieder. Alles auch. CSU-Mitglieder, das ist Voraussetzung bei uns. Also wir wollen also bewusst auch nicht unterwandert werden von der AfD oder sonst was. Und da sind teilweise auch große Namen dabei. Wir haben einen Bankvorstand dabei, wir haben einen CEO eines börsennotierten Unternehmens dabei, die natürlich ihren Namen nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sehen wollen, weil die natürlich auch Angst haben vor Repressalien oder halt eine gewisse Personen des öffentlichen Lebens sind. Diktatur, Meinungsfreiheit. Deswegen ist also die drei Namen der Sprecher, so nennen wir uns, also der Vorsitzenden, die sind bekannt. Und wir drei kriegen schon genug ab. Und die anderen, also uns hat das insgesamt noch mehr zusammengeschweißt. Wir haben sogar neue Mitglieder seitdem gewonnen. Ich habe auch wahnsinnig viele Zuschriften bekommen und positive Zuschriften, die gesagt haben, recht hast du und endlich mal sagt's einer und so. Also unseren konservativen Aufbruch gibt es nach wie vor. Der ist stärker denn zuvor. Was ist aber mit wir wollen bewusst nicht die Namen. Wollen sie nicht, ja. Also wir wollen zum einen auch nicht, dass man einschätzen kann, wer und wie und wo und auch, dass da nicht irgendwie Druck auf die Leute ausgeübt wird, beruflicher Art oder privater Art. Was ja jetzt dann auch gerechtfertigt ist, nach Ihrem Fall. Ja, absolut gerechtfertigt. Das hat uns recht gegeben. Gut, ich bin jetzt in der Schusslinie, ich komme da nicht mehr raus. Aber zumindest die anderen wollen wir dann da raushalten, namentlich. Ja, das ist ja schön, dass man die aus der CSU-Schusslinie raushalten muss. Und trotz all dieser Repressalien, die wir jetzt besprochen haben und dieser unfassbaren Geschichte, Leute, hört auch der anderen Seite zu, denn von der Pluralität in der Medienwelt lebt der Funken Wahrheit, der übergeht in die Welt. Danke und tschüss. Sehr gut.